Und es gibt schon wieder ein weiteres neues offizielles Update von Toilet Tower Defense. Vor ein paar Tagen habe ich euch das neue Toilet Tower Defense Game auf meinem Channel gezeigt, wo es den Titan Clockman gibt. Und unser originales Toilet Tower Defense dachte sich so, was die können, können wir schon lange. Und haben hier jetzt auch einfach den Titan Clockman im offiziellen Game drin, Freunde. Absolut crazy. Episode 70, Part 2. Update. Ich war das Wochenende, als das Update kam, leider nicht da, sonst hätte ich euch direkt einen Livestream gemacht. Aber wir haben auch noch den Jetpack Mace Cameraman und natürlich den Spear Speakerman. Falls ihr Episode 70 Part 2 nicht gesehen habt, da kriegt nämlich Dark Speakerman, kriegt hier so einen Speer. Und den hat er hier jetzt auch im Game, Freunde. Richtig coole neue Charaktere auf jeden Fall am Start. Wir holen uns erstmal wieder unsere VIP-Rewards, ganz, ganz wichtig. Freunde, an der Stelle gerne wie immer ein Abo hier auf dem Roblox-Channel dalassen. Natürlich gerne auch einen Daumen nach oben. Und was wir noch neu haben, ist das Post Office. Hier können wir jetzt Items zuschicken und Items auch bekommen. Ich habe schon 54 Pakete. Leute, ihr könnt mir doch nicht Pakete schicken. Seid ihr irre? Ich habe... Alter, ich dachte gerade, jemand hat mir DJ TV Man geschickt. Und 50 Gems. Leute, ihr könnt mir doch nicht so viele Sachen schicken. Ey, Kuss geht raus an jeden, der mir hier was geschickt hat. Aber ihr könnt mir doch nicht... Ey, ich gucke jetzt, ob hier irgendwas mega Seltenes dabei ist. Wenn hier irgendwas richtig Seltenes dabei ist, dann klicke ich ablehnen. Also hier, Spare Speakerman ist scheinbar nur ein neues Legendary, von daher halb so wild. Bad Speakerman kennen wir ja. Turkey Cameraman haben wir auch am Start. Jemand hat Titan Cinemaman geschickt. Oh, ich dachte gerade, es ist upgraded. Aber es ist nur der Mythic. Okay, ey Leute, ihr könnt mir wirklich, ey wirklich, Kuss geht raus an jeden. Hier, Dennis hat so viele Bad Speakerman hier reingeschickt. Freunde, ich danke euch vielmals für den Support, aber bitte schickt nicht so viele Pakete, bitte macht's nicht. Wir gucken jetzt erstmal kurz rein hier in den Shop und es gibt auch einen Flammenwerfer-Cameraman. Habe ich den schon gekauft? Ich glaube nicht, ne? Voll. Und hier gibt's auch den Titan Clockman mit Splash-Damage, 50.000 Schaden. Jetpack Mace Cameraman mit 20.000 Schaden und 45 Range sogar. Bruder. Da müssen wir gleich auf jeden Fall erstmal ordentlich im neuen Exclusive Shop einkaufen. Und wir checken mal kurz hier Endless Mode. Der wird... Okay. Der ist jetzt die nächsten 4 Tage erstmal wieder hier in dem Modus drinne, weil wir müssen noch eine Sache machen im nächsten Video. Das ist das Video, was ihr morgen sehen werdet. Ihr könnt es euch schon mal im Kalender anstreichen, Freunde. Wir werden uns DJ TV Man morgen holen. Ist mir egal, wie viele Robux das kostet. Wir kriegen den. Es geht nicht anders. Also Jetpack Mace Cameraman ist neu. Genau, den kaufen wir uns schon mal. Jetpack Mace Cameraman für 299 Robux. Macht 20.000 Schaden und 45 Range. Greift aber dann nur alle 2 Sekunden an. Ist halt nicht mega gut, aber ihr wisst, Freunde, ich muss jede Einheit haben im Game. Ich brauche jede Einheit. Und ich sehe gerade erst hier, der Ghost Cameraman macht 60.000 Schaden. Und warte mal, das ist bestimmt keine Titaneneinheit. Das heißt, den kann man doch garantiert ultra gut mit den Booster-Einheiten kombinieren, oder? Das ist ja übel. Genau wie hier Flamethrower Cameraman, der macht 25% Verlangsamung und Flächenschaden. Ich glaube, wir müssen uns ein neues Team für den Endlosmodus zusammenbauen, Freunde. Den kaufen wir auch mal. Und dann gibt es jetzt noch Titan Clockman. Der macht sogar nur 50.000 Schaden pro Sekunde. Hat zwar Splash Damage und eine brutale Range. Aber schauen wir mal. Heftig viele neue Einheiten hier im Game. Wir kaufen mal ein und werden die jetzt erstmal testen. Natürlich werden wir die alle direkt im Endlosmodus testen. Wo auch sonst. Und ich habe ja mein Team zusammengestellt. Wir nehmen mal Titan Clockman mit. Den neuen Flammenwerfer-Cameraman für Verlangsamung anstatt Green Laser-Cameraman. Ich will mal gucken. Und ansonsten, wie immer, wir nehmen auch mal unseren Announcer-Cameraman wieder mit. Weil ich will jetzt gleich mal gucken, dann mit dem Ghost-Cameraman. Wenn der Ghost-Cameraman kleiner ist als die Titanen, kann ich ja viel mehr um den Booster drumherum stellen. Das müssen wir ausprobieren. Aber der Nachteil, den wir natürlich haben, wenn wir alle um so einen Booster drumherum stellen, ist natürlich von der Reichweite her und so wird das natürlich ein bisschen schwierig, weil der Titan Clockman hat halt eine 60er Reichweite. Das heißt, wenn wir den hier so hinstellen, kann er wahrscheinlich bis hier oben schießen. Da müssen wir jetzt gleich mal, testen. Könnte sein, dass Titan Clockman unser neuer Trumpf ist, wegen der extremen Reichweite und trotzdem 60.000 Schaden. Könnte aber auch sein, dass der Ghost Cameraman unser neuer Trumpf ist, weil
60.000 Damage und wir können ganz viele Booster-Einheiten drumherum stellen. Es wird ein bisschen tricky. Wir müssen mal schauen. Aber einen Nachteil hat der Flammenwerfer-Cameraman schon mal. Wir müssen jetzt ein paar Einheiten durchlassen, weil ich ihn sonst nicht platzieren kann. Und ich stelle den jetzt auch mal direkt hier so hin. Und dann kann er hier schon mal seinen Flächenschaden und die Verlangsamung machen. Mal sehen, wie es funktioniert, Freunde. Ist eine neue Strategie. Wir probieren das einfach mal aus. Wir schauen mal, was abgeht. Aber Leute, diese Strategie hat einen Nachteil. Nämlich, wenn unser Flammenwerfer-Cameraman zwischendurch hier betäubt wird von irgendwelchen Einheiten, ist es ganz schön kritisch, den, ich sag mal, am Leben zu halten. Ja, das ist nicht so einfach. Wenn man hier nicht direkt... Und wir haben schon verloren. Innerhalb von 4 Minuten 30. Okay, Moment. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es mit dem Flammenwerfer-Cameraman garantiert gut funktionieren kann. Aber nur, wenn man es halt... ich glaube, man muss wirklich aufpassen, wie man es macht. Ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Vielleicht ist aber auch der Green Laser Cameraman einfach zu gut. Aber ich will den Flammenwerfer Cameraman schon einmal richtig testen. Das war ja gerade kein richtiger Test. Das zählt nicht. Und mit einem etwas anderen Aufbau hat es jetzt auf jeden Fall geklappt, hier durchzukommen. Wir haben zwar auch ein bisschen Schaden genommen hier unten. Das sind aber auch teilweise die Einheiten, die wir am Anfang durchlassen mussten. Aber ihr seht schon, wir haben jetzt genügend Geld, um den Titan Clockman zu platzieren. Ich stelle den einfach mal hier mitten rein. Es gibt eine Time-Stop-Fertigkeit. Der hat eine Time-Stop-Fertigkeit. Wie funktioniert das? Oh mein Gott! Wir können wirklich die Zeit anhalten für 300 Sekunden? Hä, kann man das auch... Okay, nein. Wir haben 300 Sekunden Cooldown. Aber wir können zwischendurch einmal kurz die Zeit anhalten für... Was waren das jetzt? 15 Sekunden vielleicht? 10 Sekunden? Ich glaube, es waren 10. Das ist natürlich krass. Plus direkt eine extreme Reichweite. Und da kommt noch eine ganze Menge Reichweite dazu. Das ist jetzt 45. Der hat später eine 60er Reichweite. Oh, Freunde, ich glaube, wir haben hier was gefunden. Let's go. Da bin ich natürlich mal sehr gespannt, wenn wir das jetzt wirklich hier in Combo aufbauen mit mehreren Titan Clockman, ob dann auch, also ob wir dann noch mehr Zeit anhalten können, wenn wir mehrere von denen haben oder wie genau das funktioniert. Auf jeden Fall sehr interessant. Es wird halt ein bisschen tricky, jetzt hier zu überleben. Ihr seht es schon, weil einfach, ja, wir jetzt noch nicht so ultra stark sind. Ich verbessere mal den Flamethrower-Cameraman noch ein Stück. Das werden wir brauchen. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir... Ich mache Autoskip jetzt auch erstmal aus. Aber ich glaube, wenn wir die Einheiten jetzt richtig ausspielen... Puh. Ich glaube, dann können wir hier ganz schön aufräumen, Freunde. Titan Clockman Level 4 und Titan Clockman Level 5. Und selbst das reicht jetzt gerade erstmal nicht aus, um hier easy die Wellen zu besiegen. Ich habe jetzt gerade Autoskip gemacht, damit wir den einen hier upgraden können, damit er hier unten nochmal angreift. Aber selbst das, also Titan Clockman ist sehr, sehr stark, hat eine brutale Reichweite, aber ich glaube vielleicht doch für den Endlosmodus ein bisschen ungeeignet, oder? Funktioniert irgendwie nicht so richtig. Aber wir gehen jetzt nochmal in den normalen Modus rein, Freunde. In den Albtraummodus, weil heute geht es ja nicht um den Endlosmodus in diesem Video, sondern wir wollen den neuen Titan Clockman auf Maximallevel sehen. Und wir sind im Toilet Headquarter, Freunde. Und die ganze Map hat sich geändert. Wir sind im Toilet Headquarter, meine Lieblingsmap eigentlich. Und die ganze Map wurde umgebaut? Warum das denn? Ich fand die Map vorher gut. Die hätte ruhig so bleiben können, wie sie war. Naja. Jetzt sieht's so aus. Mano! Wurden etwa alle Maps überarbeitet? Das wusste ich gar nicht. Ich habe mir das nicht so genau durchgelesen, was alles hier im Episode 70 Part 2 Update geändert wurde. Aber offensichtlich wurde einiges geändert. Na gut, wir müssen jetzt mal den nächsten Skip noch abwarten, damit wir uns, zack, hier den Flammenwerfer-Cameraman hinstellen können und ihn erstmal ein bisschen durchrösten. Aber was ist denn hier bitte los? Die komplette Map einmal überarbeitet. Wurden die anderen Maps auch verändert? Muss ich gleich auf jeden Fall mal nachgucken. Aber wir bringen jetzt erstmal hier im Albtraummodus den Titan Clockman auf Maximallevel, weil der hat ja auch Splash-Damage. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber scheinbar hat er Splash-Damage erst ab Maximallevel. Weil eben war er noch nicht auf Maximallevel. Und er hat noch kein Splash-Damage gemacht.
Das heißt, wir müssen jetzt erstmal schauen hier, wie gut der überhaupt auf seinem höchsten Level dann ist, der Titan Clockman. Der sieht dann nämlich auch, glaube ich, ganz schön böse aus, wenn wir ihn nochmal upgraden dann. Und das finale Upgrade für Titan Clockman kostet halt auch einfach $20.000. Und ich glaube, ich habe auch eben am Anfang vom Video ein paar Mal gesagt, dass er 60.000 Schaden macht. Das ist eine Fehlinformation. Der macht nur 50.000 Schaden pro Sekunde auf seinem Maximallevel. Aber halt scheinbar extremen Splash Damage, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir sind gleich schon bei 20.000. Wir haben ja jetzt schon natürlich hier wieder Center TV Man. Erstmal nur auf Level 6. Das reicht aber auch dicke hier für, ich weiß gar nicht, sind wir jetzt gerade im Hard- oder im Albtraum-Modus? Ich glaube, ich habe eben nämlich nochmal gewechselt, weil die Flammenwerfer-Einheit, die ist tatsächlich ganz schön kacke. Ich sag's, wie es ist, Freunde. Braucht ihr nicht kaufen. Schlechteste Exklusiveinheit im Itemshop. Also, wirklich nicht gut. Green Laser Cameraman ist besser. Ich meine, er macht zwar Flächenschadenverlangsamung, aber als Gesamtpaket viel zu teuer. Nee. Muss einfach nicht. Aber guckt mal, wir haben $20.000 zusammen und wir machen das Upgrade für Titan Clockman. Eine Range von 60. Ich glaube, jetzt kommt hier auch der Splash Damage mit diesem Klingenbumerang, den der hier reinwirft. Ich glaube, damit fetzt er jetzt ordentlich den Splash Damage hier durch. Schießt noch mit seiner Kanone und wenn Gegner nah genug dran sind, haut er auch noch mit der Faust zu. Und ich glaube, das produziert hier den Hauptschaden auch tatsächlich. Also ich glaube, am meisten Damage macht der Typ tatsächlich, wenn Sachen in Range von dem Weißen hier sind. Ja, weil wenn er hier auf Level 1 ist, macht er 5000 Schaden, nur wenn er zuhaut. Und das ist auch in dieser weißen Range. Also ich glaube, wenn Leute da drin sind, wenn Einheiten in der weißen Range sind, dann haut er am meisten Schaden raus. Ja? Was natürlich ein Trumpf ist, ist die brutale Reichweite von seiner Kanone, wenn er die hier hat ab Level 2. Und diesen komischen Boomerang, wie gesagt, den er hier noch schmeißt. Also auf jeden Fall eine gute Einheit. Weiß ich jetzt nicht, ob es mein neuer Lieblingstitan ist oder so. Er sieht zwar brutal cool aus, aber ich glaube, er ist gar nicht so gut. Die Range ist halt krass, ne? Die Range, die ist gut, aber alles andere, ich bin mir noch nicht so sicher. Obwohl man sagen muss, wenn man mehrere von den Titan Clockmans hier stehen hat, die räumen schon ordentlich was weg. Also der Damage ist doch schon brutal. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er ist wirklich nicht so gut als Einheit. Ich meine, Sinister Titan TV Man, der verlangsamt, der macht Splash Damage, der macht auch Flächenschaden mit seinem Fernseher. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, Freunde. Ich weiß es noch nicht genau. Also auf jeden Fall ein Titan, den man sich kaufen kann, ist keine schlechte Einheit. Definitiv nicht. Also wenn ihr irgendwie 700 Robux übrig habt und ihr noch keinen richtig starken Titan habt, weil er ist auf jeden Fall, also ich glaube, er ist höchstens schwächer als Upgraded Cinema Man, also als der Godly Cinema Man und vielleicht ein bisschen schwächer als Sinister Titan TV Man. Er ist definitiv stärker als alle anderen Titanen. Also ist auf jeden Fall stärker als ein Mythic, stärker als ein normaler Upgraded Titan Cameraman, auch jetzt in seiner verbesserten Variante. Also auf jeden Fall eine gute Einheit. Aber ich betrachte gerade alles damit, kann man die Einheit gut für den Endlos-Modus benutzen. Und ich glaube, ich meine, wir haben es ja eben getestet. Ich glaube, für den Endlos-Modus hält der Bruder sich in Grenzen. Ja, ich bin nicht überzeugt. Ich bin noch nicht überzeugt. Aber vielleicht mit einer anderen Strategie. Aber vielleicht testen wir es im nächsten Video, Freunde. Wir haben ja auch noch den Ghost Cameraman, wie ich Anfang vom Video gesagt habe, den wir definitiv in Verbindung mit den Booster-Einheiten auch testen müssen. Also da gibt es einiges, was wir noch zu erledigen haben, glaube ich. Aber vor allem brauchen wir im nächsten Video den DJ, nee, TV DJ Man heißt der, ne? Oder DJ TV Man? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein TV Man oder ist ein DJ. Und er wird uns verdammt viele Robux kosten. Aber ist nicht so schlimm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber Titan Clockman hier in Aktion zu sehen, ist schon beeindruckend. Einfach nur, weil er so cool aussieht. Und er einfach so eine fliegende Disco-Scheibe hat, die er in die Einheiten, in die Gegner reinschmeißt. Das ist schon wild. Es sieht schon crazy aus. Und jetzt haben wir die Bosswelle. Welle 50. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob wir auf Albtraum oder im Hard-Mode sind. Aber ich glaube, wir sind im Hard-Mode. Weil, wie gesagt, der Flammenwerfer-Dulli... Was ist denn da los? Der Flammenwerfer-Dulli ist halt ein bisschen crazy. Was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, Freunde, ne? Okay, das Game laggt gerade irgendwie. Was man nicht außer Acht lassen darf, ist natürlich dieser Timestop, ne? Ich kann komplett die Zeit anhalten. Alle 300 Sekunden, das sind alle 5 Minuten, kann ich die Zeit anhalten. Und man kann die Bossgegner komplett auseinanderfetzen in der Zeit. Das ist natürlich ein heftiger Vorteil, auch für den Endlos-Modus. Aber damit sich das lohnt, muss man erstmal in die späteren Stufen kommen vom Endlos-Modus, damit das Sinn macht. Naja.
Wir werden es vielleicht in der nächsten Episode nochmal austesten, Freunde. Aber Titan Clockman, gute Einheit, kann man sich kaufen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.